Wind klappt das ja mal nicht mit dem Riemen. Also das ist mir hier zu feucht zum Drillen. Das klingt dann alles in der Drillmaschine, das wird nicht schön. Deswegen habe ich hier meinen Vibro Master geholt von Skilde. Den müsst ihr schon öfter angesehen. Das ist so ein Soda-Gerät, der ist einfach da. Und heute kann ich ihn gebrauchen. Ja, jahrelang guckt man sich so ein Gerät an, in der Scheune steht das immer und fragt sich, warum habe ich den eigentlich? Kannst du mal eBay reinsetzen. Nee, dann ist es eben doch mal ein Moment, wo man ihn braucht. Jetzt hier zum Abluften ist er sehr schön. Da keine Weizzeit, leichtzügig. Und dann ist das in ein paar Stunden gut abgelüftet. Und dann kann die Rapid hier eine schöne Arbeit verrichten. Und außerdem ist mir die Zeit zu lang geworden. Durch den Regen hat sich das ja alles verschoben. Und es ist an den Stellen, wo Fuchsschwanz steht, jetzt der Fuchsschwanz gekommen und wird mir zu unsicher, dass ich den mit der Drehmaschine alleine beseitigen kann. Also mit den Gänsefußschalen an der Drehmaschine. Deswegen lieber hier die Arbeit mit der Kultivator vorweg. Dann luftet es ab und morgen gibt es dann eine intensive Saatbettbereitung mit der Drehmaschine. Also das Scheinsaatbett wird dann sicherer, als dass mir da noch ein Fuchsschwanz von den jetzt gekeimten, was hier sein sollte, durchgeht. Also das jetzt mal, wir haben es ja gesehen, ich habe das gezeigt, die Treckerspur, die ist, wir haben uns das eben draußen angesehen, ist kaum zu sehen, also in der Tiefe keine. Ist jetzt nicht, dass ich durchs Nasse wühle, aber es ist eben feucht. Wir sehen es auch an den Rädern, habe ich ja gezeigt. Ich konnte nur draußen nicht sprechen, also sprechen kann ich schon, aber es kommt ja nicht an auf dem Film. Dann heißt wieder, ich müsste ein Mikrofon kaufen, das ist mir alles zu mühevoll. Also ja, das luftet jetzt dann gut ab, weil wieder Luft reinkommt mit den. Das weiß ja jeder, wenn man Luft in den Boden bringt, dann trocknet das. Und dann hat die Drehmaschine hier eine hervorragende Vorbereitung für das Saatbett.